Produkte, die sich besonders gut für Testmarktstudien eignen, sind oft solche, bei denen eine genaue Einschätzung der Marktreaktion und des Kundenverhaltens vor der landesweiten Einführung wichtig ist. Hier sind einige Beispiele. Neue Technologieprodukte. Warum? Technologieprodukte können unterschiedlich aufgenommen werden, abhängig von der Zielgruppe und der technischen Affinität. Beispiel: Ein Unternehmen testet ein neues Virtual Reality Headset in ausgewählten Märkten, um herauszufinden, wie gut es von verschiedenen Altersgruppen und Technikbegeisterten angenommen wird. Lebensmittel und Getränke. Warum? Geschmack und Präferenzen können je nach Region stark variieren. Daher ist es wichtig, das Produktangebot lokal anzupassen. Beispiel: Ein Lebensmittelhersteller testet eine neue Bio-Frühstücks-Cerealienlinie in verschiedenen Städten, um die Geschmackspräferenzen und die Bereitschaft der Verbraucher, mehr für nachhaltige Produkte zu zahlen, zu verstehen. Kosmetik- und Pflegeprodukte, warum? Die Reaktionen auf Haut- und Haarprodukte können je nach Klima und kulturellen Unterschieden variieren. Beispiel: Ein Kosmetikunternehmen führt Testmärkte durch, um die Wirksamkeit und die Vorlieben für eine neue Serie von Hautpflegeprodukten in verschiedenen klimatischen und demografischen Regionen zu bewerten. Automobil- und Transportprodukte. Warum? Kaufentscheidungen für Fahrzeuge hängen von Faktoren wie demografischen Merkmalen, Lebensstil und regionalen Bedingungen ab. Beispiel: Ein Automobilhersteller testet die Einführung eines neuen Hybridfahrzeugs in städtischen und ländlichen Gebieten, um die Akzeptanz und die potenzielle Nachfrage in verschiedenen Märkten zu bewerten. Mode und Bekleidung. Warum? Modetrends und Stilpräferenzen können stark variieren. Daher ist es wichtig, das Produktangebot an lokale Geschmäcker anzupassen. Beispiel: Ein Modedesigner führt Testmarktstudien durch, um die Reaktion auf eine neue Winterkollektion in verschiedenen Klimazonen und kulturellen Kontexten zu messen. Diese Produkte eignen sich gut für Testmarktstudien, da sie direkt von Verbrauchern genutzt und bewertet werden können, was Unternehmen hilft, das Produktangebot zu optimieren und erfolgreich auf den Markt zu bringen. Für Prüfungstipps und Lernhilfen klicken Sie auf den Link unter diesem Video.